Also nicht in der Zeit. Geschafft, wahrscheinlich schon. Aber nicht in der Zeit. Na, wie schaffen die das? Ich bin ihm doch genau hinterhergesprungen. Das ist doch. Ach, dieses Auto hat immer so eintönige Geräusche. Das ist so einschläfernd. Ihr hört das gar nicht so. Bei euch ist das immer so leisig. Und bye. Aber ich. Also, wir müssen dann nachher ja noch eine Goldmedaille kriegen. Aber ich. Bei der Strecke hier sag ich eigentlich, wenn da das Schild nicht wäre, dass ich bei der Strecke hier eigentlich die besten Chancen habe, noch mit Goldmedaille zu kriegen. Weil sie eben so ist, wie sie ist. Oh, das war souverän. Das gerade nicht. Immer wenn er die Bodenhaftung verliert, habe ich überhaupt keine Kontrolle mehr über den Wagen. Also wie im normalen Leben jetzt eigentlich auch, aber trotzdem ist es. Komm, komm, komm. Ich weiß nicht, ob der Goldene da vorne, ob er mir die Goldmedaille vorgibt, die Zeit oder so. Ich habe. Oh, jetzt aber. Jetzt kann ich's. Boah, das ist doch jetzt. Also guckt euch das mal an. 0,13 Sekunden. Das ist doch. Oh, gemein. Gemein. Wirklich gemein. Komm, Mauszeiger. Oh Gott. Jetzt habe ich mich auf die Mauszeiger konzentriert. Auweia. 1, das schaffe ich doch niemals im Leben. Wo ist da mein Ghost? Da ist mein Ghost. Ach, jetzt habe ich. Nee. Das war ein schöner Stunt. Aber jetzt habe ich verpasst da. Oh, komm. Oh, yeah. Nein. Ich muss flacher da. Ja, okay. Also, ob ich das noch schaffe, ist. Das war schön. Ja, das sieht jetzt gerade recht gut aus. Oh, was? Wo kommt denn der jetzt her? Oh, das musste ich doch jetzt schaffen. So natürlich nicht. Komm. Wir geben Gas. Nein, das hätte ich geschafft. Das hätte ich geschafft. Ah, dieses Ziel ist irgendwie ein bisschen doof platziert. Oh Gott. Jetzt geht's los, diese Goldmedaillen zu sammeln. Auweia, auweia. Da war das Schild. Das ist aber auch wirklich, also. Ich glaube, als Let's Play so, wenn man das jetzt hier so. Oh Gott. Sieht, dann eignet das sich gerade nicht wirklich. Also gut, was ich hier eigentlich die ganze Zeit mache. Ich drücke geradeaus, fahre daneben, drücke Escape, drücke einen nach unten und fahre in, drücke Enter. Das ist, okay, jetzt. Und tschüss. Das sind, drei kleine Klicke, die sich noch oft wiederholen werden. So wie jetzt. Also geradeaus, Escape, runter, Enter. Geradeaus, Escape, runter, Enter. Okay. Wenn ich jetzt singen. Oh nein, oh. Also wenn ich singen könnte, dann würde ich euch jetzt was vortrellern, aber das, glaube ich, wollt ihr gar nicht hören. Ich glaube, dann würde ich plötzlich auf 0 Views haben. Und tschüss. Ich möchte so aufkommen wie der. Das ist. Doch. Scheiß Schild. Warum gibt's hier nicht einfach das flache Auto? Das flache Auto. Da würde ich da locker durchpassen. Yes. Komm, 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 komm. Aua.
So, jetzt heißt es nur noch das Ziel treffen nachher. Und in der Zeit sein. 20 Sekunden haben wir noch. Wird knapp. Wird verdammt knapp. Aber es sieht gerade gut aus. Es sieht gut aus. Komm, ziel dich. Nein, nein, was war das denn? Was war das denn? Was war denn da am Boden? Das war... Oh, komm, das war so knapp. Das war so gut. Und das war... Oh. Mann. Das Auto legt sich aber auch immer leicht auf die Seite, wenn man das so sieht. Also, die anderen Autos haben da nicht so die Probleme. Aber naja, die müssen ja auch irgendwie die Schwierigkeit erhöhen. Das ist natürlich doof, dass, oh. Dass die das mit der Goldmedaille nicht irgendwie schon vorher mal sagen. Weil dann kann man sich ja gleich ranhocken und Gold versuchen, aber... Aber das halten die ja anscheinend nicht für nötig. Naja, wie man sieht, ich bin hinter meinem Ghost, also ist das, nächstes Mal könnte ich mal, ich könnte mal, wenn ich bis dahin komme, versuchen, komplett schräg zu fliegen. Und zu gucken, wo ich dann lande, ob ich dann direkt, ja, naja. Ist das der Goldene da vorne? Nee, das ist... Oh, da war ein Loch. Also an dem Goldenen zu orientieren ist, glaube ich, schon ganz gut. Der ist nämlich... Aber guckt euch mal an, wie souverän der das bitte macht. Das ist doch verrückt. Das ist doch... Ach, schon wieder das Loch. Eieieiei, ich habe ja versprochen, nicht rauszuschneiden, aber das ist wirklich, also, Mann. Na, tschüss. Problem ist, dass ich... Ich kann hier auch keine Abkürzungen fahren. Also nicht, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, oh, fahr doch, ich drehe mich immer so. Naja, scheiße. Fahr doch jetzt hier runter und dann einmal quer über den Asphaltboden da unten. Das geht auch viel schneller. Das kann ich leider nicht machen. Weil ich durch die Checkpoints muss. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich fünfmal durchs Ziel fahren. Und bin aber offiziell gar nicht im Ziel. Mann, oh. Nerven bewahren und immer wieder neu versuchen. Wahrscheinlich sagt ihr euch, probiert doch mal eine andere Strecke als Gold. Aber glaubt mir, Leute, da wird das nicht anders aussehen. Hui. Ich fahre nicht in das Loch rein, nein. Ich weiß nicht, ich habe den Magazin, wie viele Checkpoints hier auf dem Weg sind. Die kann ich nämlich... So, und das meine ich jetzt mit dem Versuchen. Aber ich glaube, das sieht schlecht. Ja, das war keine gute Idee. Naja, Pro. Ein Versuch was wert. Oh, guck mal, Leute. Ich habe den überholt. Und mein Ghost. Und jetzt lande ich wieder. Ja, wenn der sich querlegt, dann habe ich keine Chance, ihn zu lenken. Das ist natürlich... Die Schwierigkeit dabei... Das meine ich. Ich hätte es wahrscheinlich schon fünfmal geschafft, wenn er sich immer nicht an der gleichen Stelle da quergelegt hätte. Aber ist ja im normalen Leben auch so. Wenn sich ein Auto querlegt oder querstellt oder auf die Seite oder wie auch immer,
Dann hat man einfach gar keine Chance mehr, den zu kontrollieren. Naja, das war ja jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Eigentlich hätte ich es ja schon, also eigentlich hätte ich es ja schon geschafft. Ja. Wäre da nicht diese komische, dieses komische, was war das im Boden da? Ich, irgend so ein Verankerung oder so. Ich weiß auch gar nicht, die Strecke hier, wo wir fahren, ist ja, ist irgendwie so eine Wassergrube oder so. Na, und tschüss. Ja, Leute, ich glaube, diese Folge hier wird heute sehr spannend für euch werden. Eine und dieselbe Strecke, 20.000 Mal hintereinander. Nein! Guckt euch mal an, wie die hier fliegen. Ist doch Wahnsinn. Der eine symbolisiert wahrscheinlich Gold, der andere symbolisiert Silber, dann gibt es einen für Bronze und dann gibt es einen, der sagt, ich habe ganz verkackt. Aber 6 Sekunden, das glaubt er wohl selber nicht. Ich glaube das auch nicht, also. Jump. Ja, 3 Sekunden. Aber ich wollte es mal schaffen, damit ihr mal wieder das Ziel seht. Also nicht vergessen, es gibt da auch sowas, was Ziel heißt. Und ja, da wollen wir auch eigentlich hin. Ich frage mich gerade, ob die überhaupt eine Bremse haben, die. Oh, das war souverän. Also, ob die Fahrer hier, die künstlichen Fahrer, vom Computer programmierte Fahrer, ob die. Ob die auch sowas in die Bremse haben, weil irgendwie benutzen sie sie nie, wenn sie sie haben. So. Ja. Okay. Goldmedaille geschafft. Nein, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. So, on the roof.